als das. Legen wir es im wenigen Schwindel in irgendeine Truhe und hoffen, dass es dort keiner findet, weil wer leider diese Zauberformel aufsagt, ist er dumm. Ja. So, jetzt geht's erstmal wieder nach Berigost. Denn wir haben noch zwei Quests offen. Zum einen wollen wir ja den Lied vom Kopf beim Tempel abliefern, zum anderen diesen Umhang bei dem einen Zwerg. Ich glaube, es war sogar der Zwerg im windigen Schwindler. So, Berigos Tempel als erstes. Beinahe unter meiner Würde. Da kommen wir sogar gut an. Und beim Tempel heilen wir uns doch mal kurz hoch, denke ich mal. Jedenfalls, Yahira braucht ein bisschen Heilung. So. Nichts was leichter als das. Ich bin super wichtig. Ihr müsst mächtige Helden sein, dass ihr ein solches Ungeheuer zu Fall gebracht habt. Ich nehme den Info im Kopf und überreiche euch eure wohlverdiente Belohnung von 2000 Goldmünzen. Okay, Erfahrung hat das leider keine gegeben. Naja. Fasst mich nicht an. Ich bin super wichtig. Wie könnt ihr uns helfen? Genau. Einmal leichte Wunden heilen. Dann nochmal leichte Wunden heilen. Bei dir schwere Wunden heilen zweimal. Dreimal leichte Wunden. Du brauchst nichts. Du brauchst doch. So. Fertig. Alle hochgeheilt. Wir haben doch eine Info im Kopf. Ja. Das letzte Mal bin ich ewig lang rumgerannt, um zu gucken, wo man den loswerden kann. Ach, und ich glaube, die beiden Schriftrollen verkaufen wir auch bald. Behalten nur die hier. Was? Beinahe unter meiner Würde. So. Beinahe unter meiner Würde. Das heißt, jetzt geht's nach Berigost in den windigen Schwindler. Weil so viel Zeug kann ich auch nicht mit mir rumschleppen. Ja, Yahira ist überfüllt. Ja. Das ist echt nicht schön, dass Yahira so überfüllt ist. Magieabwehrtrank, Magiewiderstandstrank, Trank des Schildes. Den brauchen wir eigentlich nicht. Trank der Lebenskraft hat doch Khalid einen. Dann gib ihm mal den hier. Da hat sie wenigstens etwas Platz wieder. Heldentrank. Heilungselixier. Das sind die beiden Magieschutztränke, genau. Violetter tragen Stärke auf 25 eingestellt. Ja, den wird Minsk später brauchen. Trank der Steinriesenstärke. Explosionstrank. Trank der Frostriesenstärke. Minsk hat Unverwundbarkeitstränke dabei. So. Ja, gut. Berigost. Hey, wir wurden nicht überfallen. Das wäre ja auch ziemlich mies gewesen. So, dabei auf zum windigen Schwindler. Beinahe unter meiner Würde. So, die eine Hälfte geht querfeld ein. Ah, dann gehen wir mal den Lind vom Kopf von Minsk weiter. Ah,
Trag der Spiegelauge, trag des Feuerodems. Ja, also. Wir könnten wirklich demnächst anfangen, ein paar Tränke aufzubrauchen. Wobei es noch ziemlich viele heftige Kämpfe geben wird vor uns. Die meisten Tränke möchte ich mir eigentlich fürs Add-on aufbewahren. So. Kann ich irgendwie behilflich sein? Kaufst du uns Drachenschädel ab? Danke, Thalys. Eure Bemühungen waren nicht umsonst. Ich habe eben neue Befehle aus der Stadt erhalten. Meine Truppe und ich wurden aufgefordert, dorthin zurückzukehren und unseren Bericht abzuliefern. Ihr werdet darin eine richtige Rolle spielen und ich kann euch versichern, dass wir nur Gutes über euch sagen werden. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Super. Was wollt ihr? So, Imol, du musst mal kurz deinen Mantel an Thalys abgeben. Nichts leichter als das. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Meine Laune ist so, wir haben deinen Umhang. Die Gruppe entwickelt gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ist jetzt gut, Yahira. Pack das Ding weg, ihr Verdammter da. Ich bin jetzt eine Touristenattraktion. Das bringt einen Haufen Geld ein. Den Umhang zu verlieren, was das Beste, was mir je passieren konnte. Jetzt brauche ich mich nicht mehr so mühsam durchzuschlagen. Nee, behaltet den blöden Umhang und lebt wohl. 300 Erfahrungspunkte. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Ich bin zum Mantelwald gereist, habe Gurkes Umhang mit zurückgebracht und das alles für nichts. Es scheint, als ob seine missglückten Abenteuer ihn hier in Beregos zu einem kleinen Volkshelden gemacht haben. Die Menschen werfen ihm Geld vor die Füße, damit er mit seinen Geschichten prahlt. Aber davon will ich nichts mehr wissen, das schwöre ich. Ich pfeife auf ihn und auch auf den Umhang, den er mir überlassen hat. Imoin aber wird den Umhang sehr gut finden. So. Damit ist sie nämlich noch mehr unsichtbar. So, das heißt, wir versuchen es mal im Feldpostwirtshaus. So ein nobler Typ hängt sich doch sicherlich gerade einen Lindwurmkopf an die Wand. Auch wenn er ihn nicht selber erlegt hat. Und dort können wir vielleicht auch die anderen Sachen absetzen, die wir noch haben. Jo, bei den anderen sieht das Inventar wieder gut aus. Oh, wir brauchen noch Pfeile. Denke ich mal. Schriftrolle. So, Tränke. Ein bisschen Ordnung muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Was beinahe unter meiner Würde. Bin ich froh, weil es in Baldur's Gate zwei Behälter gibt, wo man Edelsteine, Tränke und so weiter reinpacken kann. Mit einem Whisky? Ich würde gerne Zeug verkaufen. Schlüssel für zum Flussstöpsel kauft er mir für 5 Gold ab. Ja, von mir aus, den brauche ich nämlich nicht mehr, der ist wertlos. Abwehrbänder, das, das und das. Und 500 Gold für den Lindwurmschädel, sehr schön. Die 7 Meilenstiefel wären fast schon mehr wert. Gut, verkaufen und fertig. Hier wollten wir ja nichts verkaufen. Oh, wir wollten aber irgendwo in einer Truhe, ja, nichts leichter als in das. Einer sicheren, das ganze Zeug hinterlassen, was Kalle mit sich rumschleppt. Und zwar wollten wir das eigentlich im windigen Schwindler machen. Ja, genau, in dem Fass vor dem windigen Schwindler setzen wir jetzt alle Briefe mal ab, die wir da so haben. Tun wir einfach mal so, als hätten wir die ganzen Briefe
der Wachhauptfrau übergeben. Man kann es ja mal versuchen. Aber in Wirklichkeit bunkern wir sie jetzt alle hier. Also erstmal diese beiden Flüche, die wir nicht brauchen. Und dann alle Briefe. So. Gut. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Sind wir die auch los? Jetzt hat Khalid wieder auch mehr Platz. Dann kann er ja mal die Sachen tragen, weil Minsk eigentlich schwerer schleppen muss als Khalid. Oh. Da fällt mir ein, wir haben noch die ganzen Ringe, die wir und Halsketten, die wir loswerden müssen. Vor allem die hier, Tränen Larils, sind saumäßig teuer. Oh, und Minsk hat auch eine Tigeraugen Schnecke. Oder Tiger Kauri Schnecke. Du hast noch ein Silber. Du hast einen Grünsteinring. Du nicht. Du hast alles voll belegt. Du hast nichts mehr. Du hast nichts mehr. Du hast jetzt den ganzen Schmuck. Oh, du hast noch einen Silberring. So. Was? Nichts leichter als das. Also nochmal zurück zur Feldpost. Was hätte ich eigentlich auch unterwegs zur Feldpost machen können? Dass wir doch den ganzen Schmuck hier loswerden. Und verdammt viel Gold zusammenkriegen. Yay. Gut. Und ich glaube, das ist doch das letzte Mal, dass wir wohl Berikos sehen werden. Das kann ich, glaube ich, schon mal fast garantieren. Obwohl. Fast. Wenn wir nämlich Durlaks Turm besuchen gehen, obwohl, das können wir dann in Naschkelm machen. Beinahe unter meiner Würde. Hallo, wir würden gerne kaufen. Beziehungsweise verkaufen. Minsk hat sehr viele. Seht ihr? 3000 für die Träne Larils. Minsk hat sehr viele schöne Schmuckstücke, die er dir verkaufen möchte. So. Gut. Ja, das heißt, jetzt verdrücken wir uns. Aber wir werden erstmal nicht in Richtung Baldur's Tor gehen. 1800. Noch gut. Da kenne ich nämlich die perfekten Orte, wo wir diese Erfahrungspunkte machen können. Weil jetzt kommt einer der wohl nervigsten Teile des Hauptspiels für mich. Wir reisen jetzt 16 Stunden in diese Richtung. Magie verlangt einen wachen Geist. Ich brauche. Und die sind schon wieder alle müde. Ja gut, wir haben mit Dings eben freundlichen Abend gerastet. Ja? So. Gut. Kann ich dir nicht übel nehmen. So, wir kommen in der Region Güllekin. Bevor wir ins eigentliche Dorf hochgehen, was hier oben liegt, finden wir erstmal Kobolde. Für die Gerechtigkeit. So, haben wir Kobolde gefunden, die ein bisschen Gold dabei hatten. Was aber fast schon nicht der Rede wert ist. Okay, wir sind in der Nähe von einem Halblingsdorf namens Güllekin. Und hier schauen wir uns erst einmal um. Ganz diskret. Oh, ihr Kobold-Kommando. Verdammt viel Kobold-Kommando. Obwohl, das geht eigentlich noch an Kobold-Kommandos. Man merkt aber, sie können immer noch gut austeilen. Was wollt ihr? Ich hab genug davon.
Ich will die Feuerpfeile haben, die sie dabei hatten. Einfach, weil ich es kann. So. Was wollt ihr? Gut.